Also weil mein Sieg ja noch nicht ganz so lange zurückliegt, also letztes Jahr war, habe ich mir gedacht, ich knüpfe da einfach direkt an und fange ganz einfallsreich meine Rede so an, wie ich sie letztes Jahr aufgehört habe. Und zwar so. Hallo, mein Name ist Anna Schober und ich leite diese Selbsthilfegruppe. Meine mächtig süße Selbsthilfegruppe besteht bedauernswerterweise aber ausschließlich aus miteifernden Mitbewerbern. Ich habe es mir zur Aufgabe auserkoren, anhand Alliterationen artistisch anderer Macken zu manifestieren, friedlich zu feiern und rednerisch zu rühmen. Anderen so fürchterlich Verrückten wie mir. Eloquenten Erdverdrehern, wohlgesonnenen Wortartisten, oralen Optimisten, lebendigen, also unter 27-Jährigen, Landeswettbewerbsgewinnern. Seelenruhigen Selbstdarstellern, ständig schimpfenden Spontanrednern, stinknormalen Sprechern, speziellen Denkern eben. Da diese dusseligen Personen heute alle hier sind, ob neue Gewinner oder alte Gewinner, möchte ich sie alle aufrufen. Liebe Denker, Sprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Allen andersdenkenden, kritikkreierenden Problemplauderern und Wortwitzwetzern möchte ich eine Plattform bieten, um nicht unmittelbar, ungestüm, ungewollt Unterbrechungen einleiten zu müssen. Ich kenne das ja. Man lernt lebensnotwendigerweise grundlos gegenwärtige Bekannte besser kennen. Oder kotzen. Sie sprechen siebengescheit so selbstverständlich sinnlose Schemata vor sich hin. Plötzlich packt betroffene Person polarisierend der Plapperwahn. Pingelig pointiert sie pflichtbewusst Punkte Papierwert, um nicht ohne Obacht orale Obszönitäten von sich zu geben. Kläglicherweise klettert konkurrenzlos klare Kritik trotzdem aus dem Mund des Betroffenen. Betroffene Person sei eventuell schon einmal ich gewesen. Also, liebe Denker, Sprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Manchmal meinen es mutige Mitglieder der Gesellschaft, aber auch bös mit uns. Diese dramatische, selbstverständlich sinnlose Situation resultiert rätselhafterweise immer aus einer Aktion wie folgender. Betroffene Person findet sich freundschaftlich in eine Gruppe ein. Eine andere Aufschneiderin behauptet unbeholfen etwas wie: Hirsche haben eine Gallenblase, genau wie Menschen. Haben sie nicht. Grässlich gibt Gschachtel waren grundlegend von Gallenblase aus seine Existenz bekannt. Haltlos hetzen Hauptsatz rein, gen Hals, um schließlich aus dem Mund als Gschachtelbotschaft hervorzutreten. Anderer Aufschneider ist allerdings akribisch davon überzeugt, dass Hirsche eine Gallenblase haben. Grässlich grantelt genannter Grantelbart über gegebene Gschachtelei. Grunzend muss sich betreffende Person versuchen, aus angegebener Aktion hinauszureden, um unerwünschte Eruptionen des Gegenübers zu vermeiden. Strategien strikt zur Benutzung in solcherlei Situationen werden in genannter Selbsthilfegruppe besprochen. Also, liebe Denker, Sprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Und zu unglaublichem Überfluss kommt man nach einem Landeswettbewerbssieg in den Ruhmgenuss. Wie Kim Kardashian, nur nicht ganz so talentlos, steht starr betroffene Person vor vielen Farbbildjägern, rasanten Redakteuren und vulgären Videodrehern. Dies mag möglicherweise wie ein Spaß scheinen, aber nein. Plötzlich posiert dein dusseliges Gesicht in zahlreichen Zeitungen und ungefragt postet Oma Bilder von dir auf Facebook. Alle Aufmerksamkeitsgeilen agieren angestrengt, als engagierten sie dir alles Erdenkliche, nur um selbst etwas Ruhm abzubekommen. Vor diesen fiesen Fake-Friends musst du dich auch noch schützen versuchen. Wie wird dies alles durchstanden? Liebe Denker, Sprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Ein Landeswettbewerbssieg bringt auch noch eine andere Macke mit sich. Moneten, Moneten, Moneten. Ja, die regnet es. Gepaart mit einem Bundeswettbewerbssieg, wie bei mir natürlich besonders viele. Diese sagenhafte Situation bringt betroffene Personen aber in viele Zwickmühlen. Was tun mit all dem Zaster? Wohin das ganze Geld? Haben Konten Obergrenzen? Darf ich in meinem Alter so viel besitzen? Wie ist das überhaupt mit Steuern? Sind solche Sachverhalte schließlich besiegt, beginnt betroffene Person seelenruhig schwitzend nach einer Ausgabequelle zu suchen. Andernfalls könnte es, oh Schreck, ungewollterweise zu einem Sparvorhaben kommen. Mir ist das letztes Jahr passiert und ich trage noch immer die Folgeschäden davon.
Deswegen brauche ich unbedingt Tipps, um mich aus solch schrecklicher Situation zu befreien. Also, liebe Denkersprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Wohlgemerkt war vorangegangenes vielleicht etwas von Sarkasmus, Spaß und Sprachkunst getrieben, aber eines lässt sich nicht verschieben. Wir, weder wahllos noch wählerisch gewählt, sind derbe Denker, gut gemeinte Geschäftler, absolute Aufreger, nett gemeinte Nervensägen und vor allem extraordinäre Einfallspinsel. Wir werden werbende Selbsthilfegruppe zum Zusammenschluss von träumerischen Talenten benutzen, denn denkenswerterweise habe ich und viele andere noch nicht alles gesagt, genug geschaftelt, kritisch klärend konkretisiert und oder spaßig Schluss gemacht mit dem Reden. Also möchte ich mein Bestes geben. Mein Sieg beim Redewettbewerb soll nicht untergehen, aus ihm soll eine Selbsthilfegruppe entstehen. Also liebe Denker, Sprecher, Kreative, schlaue Verdreher der Substantive, scheut euch nicht, bildet eine Truppe, wir machen eine Selbsthilfegruppe.